Baby, put the bottle down. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Amateurtester. Heute gibt's für euch den Kia Optima SW, also den Kombi, welchen wir freundlicherweise vom Autocenter Strehle in Dresden zum Testen bekommen haben. Ja, jetzt schauen wir uns noch an, wie Bernie den extrem hohen Hang hochrennt, und dann gibt's für euch die 360-Grad-Einführung. Viel Spaß, meine Freunde. I barely knew you back then, but man, the things I remember is all in my mind. Tears on my face as I'm writing these lines, to imagine a place if I asked, are you fine? Didn't care, never talk, wasn't there, never called. Day you were gone, only thing I recall. Saw your girl's face, no makeup, no smile, no feelings, no heart, she felt nothing at all like... Von außen dürft ihr euch wie immer selbst einen Eindruck machen. Deshalb lassen wir euch mit dem Optima und dem romantischen Lied für ein paar Sekunden alleine. PS, uns gefällt der Wagen sehr gut. Die Kategorie Licht wird von uns in den nächsten Videos noch ausgebaut und wir werden bei kommenden Fahrzeugen noch mehr Infos für euch bereithalten. In diesem Video können wir euch sagen, dass die Hauptscheinwerfer mit LED-Technik versehen waren und die Lichtausbeute wirklich gut war. Wie ihr sehen könnt, sind die Rückleuchten auch mit LEDs versehen, wobei die Blinker aber normale Birnen haben. I can hear you drowning now. I can hear you crying now. In your silence, I can hear you. Der Innenraum ist alles andere als aufregend, dafür aber sehr ordentlich und auch extrem übersichtlich. Alles lässt sich intuitiv bedienen und allgemein fühlt man sich wirklich wohl und wird halt nicht mit Reizen überflutet. Die Materialien sind klassentypisch eine Mischung aus aufgeschäumten Elementen und Hartplastik. Ab und an gibt es ein paar Kunstlederelemente und insgesamt fühlt sich alles wirklich sehr hochwertig an. Gerade der mit feinem Vlies bezogene Dachhimmel ist für diese Klasse schon etwas Besonderes und die Sitzventilation ist immer noch ein Highlight in dieser Preisklasse. In Sachen Infotainment und Assistenzsystemen ist der Wagen auf dem neuesten Stand. Das Navi berechnet zügig die Routen, die Rückfahr plus 360 Grad Kamera hilft euch gut beim Rangieren und der Notbremsassistent kann euch schon mal den Pups retten, wenn ihr mal unachtsam sein solltet. Was Amateurtester-Zuschauer natürlich nicht sind, denn überdurchschnittliche Konzentrationsfähigkeit wurde den Amateurtester-Zuschauern von Anfang an in die Wiege gelegt. Was die Platzverhältnisse angeht, gibt's eigentlich nichts zu meckern. Auf das eigentlich komme ich dann gleich zurück. Auch auf der hinteren Bank gibt es für drei Erwachsene ausreichend Platz und die gute Ausstattung geht auch hier hinten nicht unter. Die Heckklappe öffnet sich bei unserem Modell automatisch und dahinter verbirgt sich dann der 550 bis ca. 1680 Liter große Kofferraum. Da bekommt man dann schon einiges unter. Jetzt zum Thema eigentlich. Personen über 1,80 sollten auf das Panoramadach verzichten. Ich mit meinen 1,82 hatte Schwierigkeiten, eine gute und mir angenehme Sitzposition zu finden, da die Kopffreiheit gerade auf den vorderen Sitzen durch das Glasdach sehr eingeschränkt war. Das ist uns schon bei anderen Herstellern aufgefallen und ist leider auch hier der Fall. Bottles and bottles, you give me another one. Killing ourselves and we're killing each other. The phrase that I'm hearing is having fun. Die Rundumsicht ist, sagen wir mal, modern. Nach vorn gibt es keine Probleme und auch die Spiegel sind ausreichend groß. Ab der C-Säule gibt es dann leider eine sehr eingeschränkte Sicht und auch direkt nach hinten gibt es bauartbedingt nur eine geringe Sicht. Das ist ja mittlerweile normal und für uns ehrlich gesagt kein Kritikpunkt mehr. Kritikpunkt. Ja. Sportliches Design kostet nun mal Sicht und die Hersteller ballern euch ja dann auch wie im Optima eine 360-Grad-Kamera und Rückfahrkamera und Piepser und Totwinkelwarner und mit rein, um dem etwas entgegenzuwirken. Vom Fahrwerk war der Wagen sehr ausgewogen, lud dann aber doch eher zum gemütlichen Fahren ein. Mit seinen 141 PS Dieseltriebwerk und seiner 7-Gang-Doppelkupplungsautomatik
Vollautomatik ist der Optima gut und ausreichend unterwegs. Der Motor zieht gut an und das Getriebe schaltet sauber und genau durch. Für mich persönlich auch interessant ist die Plug-in-Hybrid-Variante. Wenn wir die Gelegenheit bekommen, werden wir den auch gern mal fahren und dann testen, ob man den Wagen dann wirklich mit 1,6 Litern fahren kann. Der Kia Optima ist ein Raumwunder. Riesig und dank der 360-Grad-Übersicht dennoch super einzuschätzen. Somit kann man auch engere Straßen und Lücken meistern. Gerade bei den heißeren Temperaturen ist natürlich auch die Sitzlüftung ein großer Vorteil. Innen wirkt er edel mit bezogenen Kunstleder am Armaturenbrett. Ansonsten herrschen klare Linien, die den Innenraum zeitlos erscheinen lassen. Auch von außen ist er eine Augenweite. Ein Design, welches sich von der Masse abhebt. Und wenn man gerne Blicke auf sich zieht, ist der Optima der richtige. Don't you know that they can kill you? Don't you know that you can heal? Don't you know we need